Krehl, drei Brandenburger im internationalen Springen auf den Plätzen 1 bis 3. Was sagt uns das dann für den Rest des Jahres? Was haben Sie alle vor? Oh, für den Rest des Jahres kann man ja noch gar nichts sagen. Wir sind das erste Turnier jetzt hier mitten im Winter. Ne? Das jetzt hier nun das ganze Podium mit Brandenburger besetzt war, so was haben wir hier noch nie gehabt. Ne? Aber ist doch hat, toll. Ja, hat Spaß gemacht. War schön im Springen, Pferde sprangen gut. Mein Conchito, der hat jetzt lange Pause gehabt, ne? Der ging im Oktober das letzte Turnier und jetzt wieder das erste. Das ist auch meine Nummer 1, ne? Der letztes Jahr schon ein bisschen 3 Sterne gewonnen und so. Und wollten dieses Jahr mal ein bisschen mehr machen. Und dann schauen wir mal, wo uns die Saison noch hinführt. Ne? Welche Bedeutung hat das CSI Neustadt Dosse so für die Region, für Brandenburg? Ist das so ein Leuchtturm? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja in Berlin-Brandenburg oder in Ostdeutschland haben wir ja nicht so viele internationale Turniere. Da haben wir in Leipzig, aber das ist ja noch eine ganz andere Nummer. Also da geht es ja bis 5 Sterne. So, dann haben wir bei Holger Wulschner, der macht 4 Sterne, da können wir auch ein bisschen mitreiten. Ne? Und hier diese 2 Sterne CSI, das ist super gelegen für uns, für die Region. So, man sieht ja, die Tribünen sind voll, ne? Die Züchter, die Leute, die Pferdeleute, die treffen sich alle mal wieder untereinander. Nachdem wir jetzt 2 Jahre weggesperrt waren oder Zwangspause hatten. Ne? Und da freuen wir uns alle wieder, dass es jetzt so losgeht. Ne? Und da freuen wir uns auch auf die Saison. Pferde scheinen schön fit zu sein. Gut, hört sich gut an. Viel Glück für die anderen Tage und Dankeschön. Gerne, ich hab's da.